Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Part von Need for Speed Most Wanted. Ja, wir fahren jetzt noch die letzten Rennen hier und vielleicht fahren wir auch noch heute gegen Ming. Deswegen starte ich mal direkt, weil wir haben doch keine Zeit, wir müssen direkt loslegen hier. Es sind noch 4 Rennen, aber unter anderem auch ein Drag-Rennen mit dabei. Und Drag-Rennen, ihr wisst ja, bin ich hier nicht so ein großer Fan von, weil er alles gescriptet ist. Mal gucken, ob wir das noch heute schaffen werden. Das ist die Herausforderung für heute. Ich muss mich wieder an die Störung gewöhnen, denn wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, jeden Montag ist für mich eine neue Aufnahmesession sozusagen. Also wenn ihr, ach Mist, wenn ihr euch also einen Part euch anschaut am Montag, dann ist das immer für mich eine neue Aufnahmesession. Oh, die machen da, was machen die da? Die bauen anscheinend, die haben anscheinend so viel Burnout gezockt. Ja, und deswegen führen wir jetzt auch. Super, ja, ich muss mich wie gesagt an die Steuerung ein bisschen gewöhnen und ich muss nochmal gucken. Okay, Speedbreaker ist die X-Taste hier auf dem Xbox 360-Controller und hoffentlich stürzt meine Xbox 360 nicht ab. So wie im vorletzten Part, meine ich, war das. Die ist nicht abgestürzt, die ist nur heruntergefahren. Keine Ahnung wieso. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob ich irgendwie so einen Energiesparmodus aktiviert habe. Das ist keine Ahnung, dass die Konsole nach 3 Stunden automatisch herunterfährt, aber nee, habe ich nicht gefunden. Und komm, no risk, no fun, das ist mein Motto. Ich nehme jetzt mal die Abkürzung. Okay, die war jetzt doch nicht so gefährlich. Ich habe eigentlich gedacht, da sind noch irgendwelche Hindernisse. Und ich bleib da irgendwo bestimmt hängen, aber nee, zum Glück ist alles gut gelaufen hier. So, ah, hier brauche ich keinen Speedbreaker. So, und das war auch ein nicer Drift, oh. Ja. Wir haben knapp die Hälfte jetzt durch. Sieht aktuell gut aus und unser Wagen hört sich übrigens mega geil an. Das liegt ja daran, dass wir hier die neue Upgrades eingebaut haben. Also ich glaube, wir haben ein Turbo-Upgrade hier eingebaut und deswegen hört sich der Motor auch ein bisschen anders an. Gefällt mir sehr. Und schaffen wir einen neuen Rekord. Komm, ich gebe jetzt mal Vollgas. Nee, ich spare noch lieber ein bisschen Nitro. Wir hatten, glaube ich, unser Rekord war 355. Vielleicht erreichen wir jetzt mit dem Wagen auch 360, aber das möchte ich jetzt am liebsten jetzt noch nicht testen, nicht im Rennen. Es sei denn, hier fahren wir jetzt gleich nur noch geradeaus. Ich glaube, ja, wir können jetzt eigentlich hier das sogar testen, aber nee, da kommt schon die Kurve. Mache ich doch lieber nicht. Ich glaube, die beste Stelle, um die Höchstgeschwindigkeit zu messen, ist, glaube ich, weiter hinten. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt die Stelle erreichen. Aber komm, wir machen wir jetzt. Komm, nur ist genau vorne. Und 300. Haben wir, ich habe jetzt nicht gesehen, haben wir 360 erreicht? Ich glaube nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Ach ja, die Polizei, die kann mich mal. Radarfalle, ja. Nicht mehr unsere größte Stärke hier, die Geschwindigkeit, weil die anderen natürlich auch ein bisschen ihre Fahrzeuge aufgemotzt haben. Und ich glaube, ja, definitiv sind die Radarfallen jetzt nicht unsere Stärken mehr. Wieso fahre ich jetzt hier außen rum? Keine Ahnung. Ach komm. Nehme ich ein bisschen Schwung dann hier mit und dann ist da, glaube ich, der nächste Blitzer auch schon. Ist nicht mehr weit. Ja, da ist der Blitzer auch schon. Komm, dann nehmen wir mal hier schon mal Nitro. So, 312 ist, glaube ich, gut. Wie sieht's aus? Ja, wir haben 10 km/h Vorsprung. Okay, das ist erstmal gut, wie gesagt. Ich weiß nicht, was der da vorne fährt. Das ist ein Ford GT, meine ich, ne? Und ich glaube, der ist bestimmt auf Platz 2 hier. Also, ja, Nitro, Nitro, Nitro! Und wieder 311 geschafft und ja, wir haben schon einen soliden Vorsprung gemacht und Dead Kamera Stuntcam, meine Güte, ich kann nicht mehr reden, das ist normal bei mir und ich kann nicht mehr fahren, das ist eigentlich auch normal bei mir und wir haben richtig viel Geschwindigkeit verloren, also ja, jetzt sind wir 30 km/h fehlen uns auf den Erstplatzierten, das ist ganz und gar nicht gut. Eventuell müssen wir da nochmal neu starten, weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt aufholen können. Ich glaube nicht, dass die Gummiband-KI jetzt hier für uns extra langsamer fährt. mal gucken, vielleicht haben wir noch Glück und vielleicht baut er gleich einen Unfall, wie wir das jetzt gerade tun. Jo. Nee, komm, ich glaube, wir starten nochmal neu. Ich bin realistisch und ich glaube, das passt jetzt wirklich nicht. Ich habe da jetzt wieder so viel Bullshit gefahren, zusammengefahren. Ich hoffe, dass das jetzt diesmal ein bisschen besser wird. So, der Eclipse-Fahrer hat jetzt den besseren Start erwischt. Ist mir lieber, glaube ich, dass der Ford GT-Fahrer hinten ist. Weil ich glaube, der ist der schnellste hier. Okay, ich habe, glaube ich, zu früh Nitro benutzt. Aber komm, ich nutze jetzt einfach mal alles hier. Und wieso hat er jetzt gebremst? Egal. Ja, 312 haben wir auch vorhin erreicht. Und ich nehme jetzt nicht die Abkürzung. Sondern fahre jetzt mal außen rum. Da verliere ich nicht so viel Geschwindigkeit.
Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Vorsprung wir haben. Oh mein Gott, wir haben richtig krass Vorsprung. Ich weiß nicht, was die da hinten gemacht haben. Kaffeekränzchen gemacht oder so, aber wir haben ultra viel Vorsprung und wieder die Stuntcam. Darf ich nicht vergessen, ich muss da jedes Mal den Speedbreaker nutzen, wenn die Stuntkamera kommt, also davor am besten, weil dann überspringen wir die Stuntcam eigentlich. Noch besser wäre natürlich, wenn ich die Stuntcam deaktiviere, aber nee. Ist ein Running Gag jetzt geworden hier, glaube ich. Oh, perfekt genommen die Kurve. So. Und wie sieht es jetzt aus? Oh mein Gott, wir führen aber klipp und klar jetzt. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier anders gemacht habe. Die KI scheint wahrscheinlich eben jetzt ein bisschen blöd gefahren zu haben hier. Und jawohl. Ja, okay, war jetzt nicht so mega gut. Aber ich meine, wir haben jetzt so viel Vorsprung. Eigentlich kann ich jetzt sogar eine Radarfalle fast auslassen. Und wir führen immer noch. Also von da fahren wir jetzt einfach mal so weiter. Weil ist doch unsere Geschwindigkeit ist doch wieder die Stärke geworden. Ja, aber ich glaube einfach, die KIs haben einfach einen schlechten Start erwischt jetzt. So, nicht optimal ausgenutzt den Radar, diese Radarfalle, aber da ist das Ziel auch schon und wir haben, wow, 300 km/h Vorsprung. Also ich glaube, so viel Vorsprung hatte ich bei einem Radarfallenrennen nie gehabt. Also das ist schon einfach nur krass. Und jetzt kommt, glaube ich, ja, jetzt kommt ein Drag-Rennen. Ich habe aber gelernt, das wusste ich um ehrlich zu sein vorher nicht, man kann auch den Speedbreaker benutzen beim Drag-Rennen. Das werde ich jetzt auch versuchen zu nutzen. Also da kommt hundertprozentig irgendwie eine Kreuzung. Okay, jetzt hat mich erwischt. Genau, ich muss mich erstmal nochmal an den Schaltvorgang hier mich aufwärmen. Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr reden. So, Speedbreaker nutze ich jetzt auf jeden Fall gleich. So, wie jetzt zum Beispiel. Okay, das war jetzt ein bisschen. Mann, ich wollte Speedbreaker nutzen und das meine ich, da kommt eine Kreuzung und da müssen wir bestimmt ausweichen. So, wir starten natürlich wieder neu. Ist ja klar. So, jetzt einen perfekten Start erwischen. Super. Perfekt geschaltet, perfekt geschaltet. Perfekt geschaltet und ich werde noch nicht Nitro nutzen. So, jetzt nutze ich mal Nitro. Oh, oh mein Gott, das war knapp, ey. Okay. Das war eigentlich ein bisschen ganz gut. Und jawoll, nur einen Versuch gebraucht. Und das nächste Rennen ist, meine ich, ein K.O.-Rennen. Nee. Mautstellen. Ja, super. Es ist ja wieder Entspannung. Also wir werden auf jeden Fall jetzt heute gegen Link fahren. Und ich habe eure Kommentare auch gelesen. Und also ihr meint, Minks Fahrzeug ist einfach overpowered und deswegen soll ich das Fahrzeug von Ming auf jeden Fall holen. Also ist ja ein Glücksspiel. Ich weiß nicht, ob wir das kriegen. Ich werde auch das Spiel jetzt nicht extra neu starten, falls wir das Fahrzeug nicht gewinnen. Also ja, ich bin mal gespannt, ob wir heute den Wagen kriegen. Wenn ja, dann ist das super, dann Jackpot. Dann können wir mit dem Wagen eigentlich auch das Spiel jetzt durchzocken. Aber ich habe auf jeden Fall noch vor, ein neues Fahrzeug mir zu kaufen. Also definitiv den Wagen von Ming möchte ich unbedingt haben. Klar. Oh, und wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Das sehe ich zum ersten Mal, aber ja, komm, 6 Sekunden geht ja noch. Ne, was ich sagen wollte, ja, Minks Fahrzeug möchte ich unbedingt haben, werde ich dann auch nutzen wahrscheinlich dann. Und wenn wir Minks Fahrzeug auch haben, werde ich dann unseren Cayman S hier als Meilensteinfahrzeug dann auch nehmen. Dann werden wir den Wagen, den Evo, vielleicht auch sogar verkaufen. Eigentlich brauche ich nicht mal die Autos zu verkaufen, denn ich habe jetzt genug Kohle. Das Fahrzeug, was ich verkaufen möchte, ich habe das Geld dafür schon und auch für Tuning auch. Also deswegen sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Ich kann eigentlich die Fahrzeuge jetzt auch alle behalten. Das werde ich auch, glaube ich, jetzt ab sofort tun. Weil als Evo ist schon echt ein cooles Fahrzeug. Den Wagen werde ich definitiv behalten. Ich habe es gerade so wie der Typ von TV Total gesprochen. Definitiv nein. Falls ihr noch TV Total kennt, ich glaube, die meisten meiner Zuschauer kennen ihn und ich habe ja Stefan Raab ab und zu mal hier auch in diesem Let's Play ja mal angesprochen, ne? Also, beziehungsweise ich habe über ihn geredet. Echt ein toller Kerl, schade, dass er nicht mehr keine TV-Sendung mehr macht. Ja, aber ich vermisse TV Total. So, und das ist schon die dritte Mautstelle jetzt. 10 Sekunden vor plus haben wir jetzt bekommen und wir fahren jetzt, glaube ich, die Autobahn die ganze Zeit lang, ne? Kann das sein? Ich kenne ja die Autobahn ja in- und auswendig wegen den ganzen Meilensteinen, die wir hier gemacht haben. Sind wir hier rauf und runter gefahren auf diese Autobahn. Und deswegen
Ja, und ohne Verkehr auch noch und ohne Polizei natürlich auch. Also einfach ein Träumchen jetzt gerade hier, die Autobahn zu fahren. Aber ich muss auf diese Säulen hier aufpassen, nicht, dass ich hier hängen bleibe. Und da ist auch schon die nächste Mautstelle und gleich kommt die letzte hoffentlich. Haben jetzt noch über 50 Sekunden Zeit. Das schaffen wir schon. Oh, und da ist ein Auto unterwegs. Ein Sonntagsfahrer wahrscheinlich, ne? Der hat nichts zu tun und fährt einfach die Autobahn entlang. Und die Musik fängt wieder mal an, hier ein bisschen creepy zu werden jetzt. Ich habe in letzter Zeit auch wieder angefangen, Creepypasta zu hören, aber ich finde Creepypasta eigentlich nicht so gruselig. Okay, die Geschichten sind zwar nicht gruselig, aber die Aufmachung von einigen YouTuber, die sind echt, das machen die echt nett. Aber ich weiß ganz genau, dass Creepypasta die ganzen Geschichten ja nicht echt ist. So, zum Beispiel die Geschichte mit Lavagna-Syndrom und so weiter von Pokémon, wo sich ja angeblich Kinder Selbstmord begangen haben, wegen dem Lied von Lavagna. So, und wir haben jetzt alles durch, soweit ich, ich glaube, wir haben alles durch, alle Rennen durch und Meilenstein haben wir auch, Kopfgeld entsprechend auch. Also, Ming. Oh, und ich glaube, das erste Mal, dass wir hier auch eine Radarfalle machen, dass wir gegen Blacklist-Fahrer fahren und da nochmal eine Radarfalle. Und oh yeah. Der Wagen sieht eigentlich total stock aus. In Anführungszeichen stock, weil Exot und Exoten sehen ja eigentlich immer so abgespaced aus. Aber ich meine, der sieht wirklich stock aus. Ich glaube, nur die Felgen sind hier anders. Die Felgen sehen ein kleines bisschen anders aus und... Aha, okay, das soll zeigen, wie er jedes Mal gewinnt. Okay, verstehe. Eieiei. Ein Rowdy, dieser Ming. Ja, auf die müssen wir aufpassen. Der wird uns bestimmt auch hier abschießen. Und let's go! Also unsere Karre sieht deutlich besser aus. Und was ist das? Warum ist hier vor uns direkt ein Schild runtergefallen? Schlechtes Zeichen. Keine Ahnung. Ach, das ist ein Rundenrennen. Rundbusrennen, okay. Und Alter, der hat einen Start hinter, jetzt hingelegt. Nicht schlecht. Aber wir werden jetzt hier abkürzen. Und Takedown hier. Ah, wie geil. Wir haben einen Takedown gemacht. Ah, gut. Und jetzt haben wir auch einen Vorsprung hier rausgefahren. Ich habe da gesehen, 3 Minuten hat er, war sein Rekord. Irgendwas 3 Minuten und 15 Sekunden oder so. Also wird es auch ein relativ kurzes Rundkursrennen, zum Glück. Ihr kennt mich ja, ich mache eigentlich keine langen Rennen. Und da wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich bei Gran Turismo diese Langstreckenrennen fahre. Ja, fragt mich nicht. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von. Deswegen finde ich auch Gran Turismo 2 übrigens ein richtig geiles Spiel. Ist mein Lieblingsspiel, weil da einfach keine viele Langstreckenrennen gibt. Aber ist jetzt auch Nebensache, wir spielen Need for Speed und nicht Gran Turismo. Wir müssen hier uns auf das Rennen konzentrieren und auf Ming aufpassen. Ich werde Nitro nicht nutzen. Ich glaube, Nitro werde ich wirklich nur als Backup sozusagen nutzen. Falls er mich irgendwie überholt, wird ein Gummiband-KI hier kickt, Alter. Ja, und deswegen, ich fahre jetzt einfach entspannt hier das Rennen. Der Wagen ist unglaublich schnell. Wundert mich, dass der Ming so unglaublich schlecht ist. Okay, und 1 Minute 16 für die erste Runde gebraucht. Ist ein relativ schnelles Rennen jetzt hier. Also nicht mal 3 Minuten brauchen wir wahrscheinlich. Wenn ich das hoffentlich jetzt hier fehlerfrei hier weiter so weiterfahre, dann sollten wir eigentlich das Rennen schon locker gewinnen heute. Sehr geil, aber noch nicht zu früh freuen. Wenn man sich bei Most Wanted zu früh freut, dann ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und dann Gummiband kickt, yo, Alter, ne? So ist das ungefähr hier bei Most Wanted. Aber sieht alles entspannt aus. Verkehr ist ja nicht so krass hier zum Glück. Nicht so wie bei Drag-Rennen, wo hier gefühlt überall Autos sind. Hier ist es wirklich eine Geisterstadt schon. Also hier alleine zu fahren ist schon ein bisschen gruselig. Vor allem hier sind keine Menschen, hier sind einfach keine Tiere, einfach nichts. Es ist einfach hier alles leer gefegt. Ne? Aber das liegt ja auch an der Hardware. Wir zocken uns auf der Xbox 360. Beziehungsweise Most Wanted kam ja auch für die PS2 raus und die PS2 ist einfach nicht in der Lage, mehr Autos darzustellen, beziehungsweise auch, halt Menschen hier darzustellen. Aber ich glaube, Menschen sind hier deswegen nicht zu sehen, weil man kann die theoretisch dann überfahren und die umbringen. Und dann wäre das Spiel ab, keine Ahnung wie viel Jahren halt, geeignet. So, Radarfalle. Also, ich hoffe mal, dass die Radarfalle hier einfach sein wird, so wie vorhin.
letzte Radarfalle. Einen perfekten Start erwischt, super. Hier möchte ich ihn ein bisschen blockieren. Der nutzt Nitro auch schon, also... Der hat überhaupt keine Ahnung, ey. Der möchte direkt am Anfang Erster werden. Aber bei Radarfalle ist es ja nicht unbedingt wichtig. Also es ist nicht so wichtig, dass man hier Erster wird. So, und... Jawoll! Okay, jetzt habe ich die Bande-Scheiße getroffen. Wie Vorsprung haben wir? Yo! Über 40 km/h auf jeden Fall. Und da kommt die nächste Radarfalle. Ich muss kotzen, Alter. Oh, nein! Nein! Ja gut, ist noch alles machbar hier. Ich versuche den jetzt zu überholen und ihn irgendwie zu blockieren auch. Das war echt blöd jetzt vorhin. Jetzt hat er über 20 km/h Vorsprung und die blöde Stuntcam wieder mal. Ei! Komisch gelandet, aber geht noch. Wenn man hier so quer landet, dann verliert man natürlich viel Speed, aber zum Glück ist hier keine Radarfalle. Direkt. Okay. Ist doch alles möglich. Okay, wenn ich aber so weiterfahre, dann schaffe ich das wirklich nicht. Wir haben auch schon knapp die Hälfte erreicht und da kommt die nächste Radarfalle. Und jetzt führen wir wie auch wieder. Das ist super, aber wahrscheinlich nur mit ein paar Kilometer. Hä? Der hat aber jetzt richtig viel Speed verloren irgendwie. Okay. Ah Mist, ich habe jetzt aber auch hier Sprung verloren. Trotzdem führen wir mit 10 km/h ungefähr. Ich möchte aber jetzt wieder Erster werden. Langsam. Wir haben noch 50% noch vor uns. Also weniger als 50%. So, und... Come on! Jawohl! Wir führen immer noch und das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Wir führen jetzt mit 30 km/h ungefähr. Und der hat einen mega Vorsprung rausgefahren. Ich glaube, das ist nicht gut, weil wenn er Erster wird, dann verlieren wir ja pro 2 Sekunden, glaube ich, 10 km/h oder sowas. Extrem viel ist. Vielleicht fährt er aber jetzt auch langsamer für uns, extra für uns. Das wäre ein Träumchen. Glaube ich jetzt eher weniger. Vielleicht fährt er aber auch irgendwie jetzt total kurze. Weil er so einen mega Vorsprung hat und auf uns wartet. So. Okay, wir haben jetzt 50 km/h Vorsprung und die nächste Radarfalle kommt auch noch. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, ganz ehrlich. Der hat so einen großen Vorsprung jetzt. Ja, haben wir schon verloren. Scheiße. Okay. Ach komm, second try und dann schaffen wir das jetzt auch. Come on. Ah, Mist, den Schatten jetzt nicht erwischt. Gut, erwischt leider. Er hat einen besseren Start erwischt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Der Start ist eigentlich nicht so wichtig. Die Radarfallen sind eigentlich wichtig, aber ich möchte trotzdem als Erster hier das Rennen beenden, ne? So, gucken wir mal, was er da macht. Vielleicht fährt er für uns extra hier ein paar Sachen leer räumen, dann werden wir nicht von irgendwie Kisten getroffen oder so. Ich habe viel zu spät erst mein Nitro genommen, aber der hat hier Scheiße gebaut. Wir haben jetzt 100 km/h Vorsprung. Also jetzt sollten wir es auch eigentlich schaffen. Aber nicht zu früh freuen. Ne? So. Gut erwischt. Und immer noch 100 km/h Vorsprung. Sehr gut. Wir müssen jetzt einfach noch Erster bleiben. Eigentlich nur noch Erster bleiben. Wir können eigentlich nicht so viel Scheiße mehr bauen hier, glaube ich, mit 100 km/h Vorsprung. Und wieder die Stuntcams. Stuntcam for a win. Ich habe vergessen, hier den Speedbreaker zu nutzen. Und der ist hinter uns. Ich höre den auch. Eine Lamborghini hat einen einzigartigen Sound hier in Most Wanted. Also nur, ich glaube nur die Lamborghinis hören so und ich glaube auch Porsche Carrera GT, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls ist dieser Sound einfach einzigartig von ihm. Aber unser Sound ist auch einzigartig und ich finde unser Sound auch deutlich besser. Deswegen schade, dass wir jetzt mit dem Wagen... Also ich hoffe, dass wir Minks Fahrzeug kriegen und wenn wir das dann kriegen, wie gesagt, werde ich dann, dann Minks Fahrzeug für die ganzen Rennen nutzen. Aber natürlich werden wir weiter mit unserem Wagen hier fahren, mit dem Porsche Cayman S. Jawohl, ja, komm in die Gruppe. Oh nein, wieder die Stelle. Oh, gut, dass ich da vorher die Bande getroffen habe. Und aufgeprallt bin. So, ich bin also wieder nicht hängen geblieben. Das ist schon mal gut. Selben Fehler wie vorhin fast gemacht. Aber nur fast zum Glück.
Okay, und noch 3 Radarfallen, glaube ich. Und wir haben 200 km/h Vorsprung. Ja, sauber. Also kann nichts mehr schief gehen eigentlich. Das ist immer so. Der zweite Versuch ist immer der bessere Versuch dann hier bei Radarfallen. Das war ja vorhin auch. Da hatten wir sogar 300 km/h Vorsprung gehabt. Vielleicht schaffen wir wieder hier 300 km/h Vorsprung. Gucken wir mal, was der Ming jetzt gefahren ist. Jo, nur zu 100 wieder haben wir Vorsprung. Von mir aus kann auch jetzt der Ming hier im Rennen Erster werden, aber ich möchte natürlich das Rennen dennoch als Erster beenden. Damit ich es ein bisschen angeben kann hier. Yo. Alter, was? Wir haben wieder fast 300 km/h Vorsprung. Was geht denn da ab, ey? Also Ming, ohne Mist, du warst nicht so gut. Okay, ich habe für das zweite Rennen 2 Versuche gebraucht. Egal. So, jetzt Stimme der Wahrheit. Gewinnen wir Mings Auto. Also ich werde das Spiel nicht extra neu starten, wenn wir das nicht gewinnen, das Fahrzeug. So. Ich nehme mal ganz rechts. Okay. Oh, goldene Mitte, komm. Ja! Sauber! Wir haben Mings Fahrzeug. Und jetzt haben wir das Spiel sozusagen durchgespielt. So, und... Ah, ich kann mich an ihn erinnern, ja. Wie heißt er nochmal? Webster, Wes Allen, okay. Genau, der fährt ein Corvette C6. Ah, die Musik ist aber cool hier. Hat er ein cooles Lied hier ausgesucht. Der Webster. Ja, kann mich an den Wagen erinnern. Also, von Karosseriebau her echt geil. Ich finde die Lackierung ein bisschen zu matsch mit dem Skelett. Aber von Karosserie her und auch von der Farbkombination, ne? Ihr kennt mich ja, ich liebe ja Orange. Orange-Schwarz, schöne Farbkombination. Na, wie ist das so? Nummer 6 auf der Blacklist und das aus dem Nichts. Wer hätte das gedacht? Muss ein tolles Gefühl sein. Weiter so. Natürlich. Habe ich jetzt irgendwas übersprungen? Weil eigentlich kommt immer der Text dann von den Gegnern. Aber ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.